Herzlich willkommen zu unserem Seminar Vom Schatten zum Licht, die Geschichte der Hoffnung, der große Kampf zwischen Gut und Böse. Dieses Seminar ist ein ganz spezielles Seminar, was sich mit der Thematik beschäftigt, so der ganzen Kirchengeschichte, von der Zeit Jesu bis in unsere heutige Zeit und auch noch darüber hinaus, bis Jesu Wiederkunft und was danach noch geschehen wird. Wir werden heute Abend damit beginnen, mit diesem Seminar, mit dem ersten Thema. Und als Einleitung kann ich Ihnen vielleicht kurz etwas dazu sagen, was wichtig ist für diese Abende. Die Grundlage für dieses Seminar und auch das Textbuch für dieses Seminar ist dieses Buch Vom Schatten zum Licht. Das ist auch schon mal von Ellen White geschrieben worden, übrigens vor fast genau 100 Jahren. 1911 ist das Buch herausgekommen im Englischen und früher hat es andere Titel gehabt, das hieß früher auch Der große Kampf zwischen Licht und Finsternis oder auch Das Finale. Und dieses Buch hier übrigens gibt es auch in verschiedenen Auflagen und in verschiedenen Formen. Einmal als Paperback oder aber auch gebunden, ein bisschen größer und schwerer. Der Vorteil von diesem großen gebundenen Buch ist, da hat es viele schöne Bilder drin. Aber der Inhalt ist genau der gleiche, also wortwörtlich identisch. Übrigens dieses Buch, wenn Sie gerne möchten, auch als Begleitbuch zu diesem Seminar, wir haben sie draußen liegen, können Sie gerne kostenlos heute Abend mitnehmen. Ja, und dieses Buch hier, das kostet ein bisschen mehr. Das ist natürlich auch sehr schön, eignet sich auch sehr schön als Geschenk, jemanden weiter zu schenken. Ist aber der gleiche Inhalt wie dieses kleine Büchlein. Dieses Buch und auch dieses Seminar, was wir hier durchführen werden, hat 42 Kapitel, 42 Themen, die wir miteinander studieren werden. Aber wir werden jeden Abend zwei Themen haben. Das heißt, wir werden insgesamt 21 Abende miteinander haben und jeweils zwei Themen. Jedes Thema wird ungefähr 30 bis 40 Minuten dauern. Und ich habe das dann so geplant, dass wir dann nach dem ersten Thema eine kurze Pause machen von 5 Minuten und dann mit dem zweiten Thema wieder neu starten. Dieses Seminar wird auch aufgezeichnet. Es wird auf Internet unter der Homepage www.adventgemeinde-mannheim.de/mediathek zu sehen sein und auch auf DVD, wenn es ganz fertig ist, natürlich zu erwerben sein. Dieses größere Buch, was ich eben schon mal sagte, hat viele schöne Bilder. Ich habe hier ein paar Bilder davon mal mitgebracht. Die sind fantastisch, diese Bilder. Einige sind auch von dem bekannten Fotografen und Filmemacher Henry Stober, die in diesem Buch hier auch dabei sind. Und von daher ist allein schon das eine Augenweide, dieses Buch hier auch von den schönen Bildern her sich anzuschaffen. Ja, da dieses Buch auch über die Bibel geht und über biblische Inhalte, darf ich Sie gerne bitten, dass wir zu Anfang zu einem Gebet aufstehen. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir, dass wir dein Wort haben dürfen, die Bibel. Wir danken dir, dass wir darin immer wieder wichtige Informationen finden für unser Leben, für unseren Glauben, für das, was du für uns zu sagen hast. Wir bitten dich, dass du heute Abend mitten unter uns bist, wenn wir dein Wort lesen, dass wir es verstehen und dass wir auch heute Abend dich besser kennenlernen. Lass uns deinen Plan für unsere Erlösung und deinen Plan für diese Welt besser kennenlernen und unsere Beziehung zu dir und im Glauben wachsen und im Glauben gestärkt werden. Sei du mitten unter uns und öffne unsere Herzen. In Jesu Namen. Amen. Zu diesem Buch gibt es auch ein Begleitstudienheft. Das sieht so aus, ein kleines Heftchen. Und zwar, das ist von Frank Hasel herausgegeben. Da haben wir eine Studienanleitung dabei. Da sind jeweils Fragen zum Kapitel dabei. Meistens 3 oder 4 oder 5 Fragen. Eigene Notizen, die man sich machen kann und auch persönliche Anwendungen für unser eigenes Leben. Das ist sehr gut. Übrigens diese neue Übersetzung, die wir hier haben, vom Schatten zum Licht, gegenüber dem alten, der alten Ausgabe, der große Kampf, finde ich sehr gut gelungen. Es ist sehr flüssig und gut übersetzt und sehr positiv. Auch dieses kleine Heftchen eignet sich sehr gut als persönliches Andachtsbuch und Andachtsheft zu dem Buch Vom Schatten zum Licht.
Ja, im Vorwort dieses Buches finden wir eine kurze Beschreibung, worum es in diesem Buch geht. Es gibt einen großen Kampf zwischen Gott und Satan, zwischen Gut und Böse, zwischen Wahrheit und Irrtum, zwischen Licht und Finsternis. Und dieser große Kampf soll beschrieben werden, aufgedeckt werden und natürlich dann auch entsprechend für uns heute Lehren daraus gezogen werden. 2000 Jahre Kirchengeschichte liegen hinter uns, in denen viel geschehen ist. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir Lehren aus der Kirchengeschichte ziehen. Jemand sagte einmal, es geschieht nichts Neues unter der Sonne. Das heißt, dass alles, was irgendwo geschieht, schon mal in irgendeiner anderen Form da gewesen ist. Und die Kirchengeschichte ist voller Lehren, die für uns heute wichtig ist und gerade für uns, die wir auch in der letzten Zeit dieser Menschheitsgeschichte leben. Und es gab im Laufe der Kirchengeschichte einen Abfall, eine Deformation vom Glauben, dass falsche Lehren in die Kirche eingedrungen sind, dass es viele Dinge gab, die nicht mehr so, wie Gott es ursprünglich gedacht hatte, weitergeführt wurden. Und dann gab es so ab dem 14., 15. Jahrhundert eine Reformation, dass auch wieder biblisches, göttliches Licht wieder Schritt für Schritt entdeckt worden ist und wieder neu von Gott in die Oberfläche gebracht wurde. Eigentlich wird dieses Seminar diese ganze Zeit dieser Deformation und Reformation beschreiben. Die ersten Kapitel, die wir haben, gehen vor allen Dingen um die Deformation, aber was wir heute Abend anschauen werden, und dann nachher auch über die Reformation. Ich kann Ihnen versprechen, das sind spannende Kapitel, wenn es denn um die frühen Reformatoren geht, über die Waldenser, über die Hugenotten, über die Hussiten, über Wycliffe und dann nachher über Martin Luther. Das ist ein fantastisch spannendes Kapitel, aber dann natürlich irgendwann auch in die Entdeckung der Neuzeit und in die heutige Zeit rein. Eigentlich hat dieses Buch drei Teile, kann man sagen. Im ersten Teil haben wir die Kirchengeschichte mit der Reformation dabei. Im zweiten Teil haben wir so die Erweckungen der Neuzeit vom 18., 19. Jahrhundert. Und im dritten Teil haben wir die heutige Zeit und die Zeit, die vor uns liegt. Und ich muss Ihnen versprechen, der spannendste Teil ist der letzte Teil. Wenn es nämlich um die Dinge geht, die noch von uns aus gesehen in der Zukunft liegen, wo dann hier die Autorin es sehr gut versteht, biblische Prophezeiungen auszulegen und zu aktualisieren und für unsere heutige Zeit brauchbar zu machen. Ja, und wir haben natürlich auch das Ziel, das Buch endet mit dem, was am Ende kommt, Jesu Wiederkunft, was danach kommt, Gottes Reich und der neuen Erde. Und das ist etwas, was wir immer vor Augen haben wollen, dass wir in den ganzen kleinen Einzelheiten, die wir haben, das Große nicht aus dem Auge verlieren, diesen großen Rahmen, diesen großen Kampf zwischen Gut und Böse, wo am Ende Gott siegen wird und Jesus wiederkommen wird und ein neues Reich aufrichten wird. Wir haben in diesem Buch sieben Teile, sieben Abschnitte. Und jedes dieser Abschnitte hat einige Kapitel, es sind insgesamt 42 Kapitel dabei herauskommen. Zunächst einmal Teil 1, Abfall und Treue. Teil 2, die Reformation verändert die Welt. Teil 3, die Reformation geht weiter. Teil 4, die Entdeckung des himmlischen Heiligtums. Teil 5, das Geheimnis des Bösen. Teil 6, standhaft im Sturm. Und Teil 7, am Ende siegt das Licht. Teil 1 ist der erste, womit wir anfangen. Und es hat 6 Kapitel. Und wir werden von diesen 6 Kapiteln die ersten beiden heute Abend anschauen. Die Zerstörung Jerusalems und Treu in Verfolgung. Da haben wir noch die Kapitel Geistliche Finsternis, die Waldenser, John Wycliffe und Huss und Hieronymus. Aber wie gesagt, heute Abend Nummer 1 und 2, die Zerstörung Jerusalems und Treu in Verfolgung. Ja, in der Einführung haben wir einige Gedanken noch dazu, zu der Grundlage dieses Buches, der Bibel. Nämlich, wie hat Gott sich uns Menschen offenbart? Gott ist ein Gott, der nicht mit dem Menschen direkt kommuniziert. Das hat er einmal gemacht. Nämlich, als Adam und Eva im Paradies lebten, hat Gott direkt mit ihnen gesprochen. Und das war möglich. Und sie haben Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Aber durch den Sündenfall kam die Sünde in die Welt und der Mensch hat sich von Gott entfremdet. Der Mensch hat durch die Sünde nicht mehr die Möglichkeit gehabt, Gott direkt zu begegnen. Warum nicht? Weil ein sündiger Mensch in der Gegenwart eines heiligen Gottes nicht bestehen kann. Die Bibel sagt, wer Gott sieht, muss sterben. Und deswegen hat Gott Menschen beauftragt, Propheten,
und hat zu ihnen gesprochen. Auch nicht von Angesicht zu Angesicht, dass sie ihn sehen konnten, sondern er hat ihnen Visionen gegeben oder Träume gegeben oder Auditionen gegeben, dass sie etwas gehört haben. Und hat dann diese Menschen auserwählt. Gott hat 2-3 Mal auch selbst gesprochen. Zum Beispiel beim Berg Sinai hat er ihnen die 10 Gebote gegeben. Oder als bei Jesu Taufe die Stimme vom Himmel kam, hat Gott auch gesprochen. Aber interessant war, dass damals beim Sinai die Menschen vor Furcht, vor der Stimme Gottes weggelaufen sind und haben gesagt, Mose, rede du mit Gott. Und was Gott dir gesagt hat, sag du uns weiter und dann wollen wir das tun, was Gott gesagt hat. Und diesen Weg hat Gott dann auch eingeschlagen, dass er Propheten benutzt hat, zu ihnen gesprochen hat und sie dann gesagt hat, dass sie die Botschaften weitersagen sollen. Und in den ersten 2500 Jahren der Menschheitsgeschichte gab es nur mündliche Überlieferungen. Das heißt, dass Gott ihnen Dinge gesagt hat und da die Menschen damals älter wurden, war es auch gut möglich, dass sie diese Dinge weitergesagt haben. Und ab Mose haben wir dann die Zeit, wo wir auch schriftliche Aufzeichnungen haben. Das erste Buch Mose, die ersten 5 Bücher Mose waren die ersten Bücher, die geschrieben wurden. Eventuell das Buch Hiob, vielleicht sogar auch, war es noch vorher. Aber das ist ungefähr die Zeit, wo wir auch schriftliche Aufzeichnungen haben und dann Gottes Wort aufgeschrieben wurde. Das heißt, wir sind als Menschen davon abhängig, dass wir von Gott das erfahren, was Gott sich selbst über sich selbst sagt. Was Gott selbst entscheidet, was er uns sagen möchte. Offenbarungen von ihm an uns. Wie ist die Bibel jetzt zu verstehen? Die Bibel ist natürlich von Menschen geschrieben. Aber sie ist von Gott eingegeben. Sie ist von Gott inspiriert. Und zwar, es gibt Teile der Bibel, die sind direkt göttlichen Ursprungs, Wort für Wort inspiriert. Zum Beispiel die 10 Gebote. Die hat Gott mit eigenem Finger auf die Steintafeln geschrieben und damit ist Wort für Wort genauso von Gott auch gegeben worden. Die anderen Teile der Bibel sind in menschliche Sprache gefasst. Das heißt, Gott hat nicht dem Menschen diktiert, was sie schreiben sollen. Wenn das so gewesen wäre, dann hätten alle Schreiber den gleichen Stil gehabt. Aber wir können sehen, dass es verschiedene Menschen waren mit verschiedenen kulturellen Hintergründen und sie haben verschiedene Schreibstile gehabt, verschiedene Kulturen, verschiedene Sprachen. Aber Gott hat sie als Personen inspiriert. Das heißt, er hat sie geführt, dass sie das geschrieben haben, was Gottes Wort ist. Der Heilige Geist hat ihnen das eingegeben. So haben wir eine Verbindung des Göttlichen mit dem Menschlichen. Das war übrigens genauso wie wir mit dem Leben Jesu. Als Jesus auf die Welt kam, haben wir auch das Göttliche mit dem Menschlichen verbunden. Jesus war ganz Gott. Gott, der Mensch geworden ist, der sich als Mensch erniedrigt hat. Und trotzdem war er ganz Mensch, 100% Mensch und als Mensch hier gelebt. Und die gleiche Verbindung haben wir auch in der Bibel. Es ist zwar von Menschen geschrieben, alles von Menschen geschrieben, aber trotzdem ist es ganz Gottes Wort. Gott sagt, es ist mein Wort. Und ich bewache über meinem Wort, dass ich das auch tue, was er den Propheten gesagt hat. Und die Schreiber der Bibel waren sehr unterschiedlich, deswegen haben wir auch verschiedene Stile und verschiedene Möglichkeiten und verschiedene Ausdrucksweisen hier. Ich habe auch einige, ab und zu ein paar Zitate aus diesem Buch, vom Schatten zum Licht, auf Seite 11 heißt es, wo mehrere Schreiber der Bibel dasselbe Thema unter anderen Gesichtspunkten und Umständen darstellen, mag der oberflächliche, nachlässige oder voreingenommene Leser Ungereimtheiten oder Widersprüche sehen. Während der nachdenkende, gottesfürchtige Forscher mit klarerer Einsicht eine grundlegende Übereinstimmung erkennt. Das heißt, manchmal haben wir zum Beispiel in den Evangelien, dass 4 verschiedene Schreiber dass die gleiche Situation von verschiedenen Aspekten, von verschiedenen Sichtweisen darstellen. Und manche wollen da irgendwelche Gegensätzlichkeiten heraus und Fehler herausfinden und heraussuchen. Aber wer das macht, ist eigentlich nur oberflächlich, nachlässig oder voreingenommen. Wenn man wirklich darum betet und der Heilige Geist einen führt, dann kann man erkennen, dass diese verschiedenen Berichte sich ergänzen und nicht widersprechen. Deswegen ist die Bibel, denke ich, ein Buch, was, denke ich, wichtig ist, dass man sie auch so, wie sie ist, wörtlich verstehen kann und auch wörtlich in seinem Leben umsetzen kann. Es heißt weiter, in seinem Wort hat Gott dem Menschen das Wissen vermittelt, das für unsere Erlösung notwendig ist. Die Heilige Schrift muss als eine maßgebliche, unfehlbare Offenbarung des göttlichen Willens angenommen werden. Sie ist der Maßstab für den Charakter, die Verkündiger von Grundlehren und der Prüfstein der Erfahrung. Das heißt,
Wir brauchen einen Maßstab, nach dem wir alles beurteilen können. Wenn wir wissen wollen, welche Kirche hat recht, welche Lehre ist richtig, welche Verhaltensweisen richtig oder falsch, dann geht es nicht darum, was irgendein Pastor sagt, irgendeine Kirche sagt, irgendein Mensch sagt, sondern es geht darum, was die Bibel sagt. Das ist die einzige Grundlage für allen Glauben und für unser Leben und für alles, was wir tun. Und von daher denke ich, wäre es auch wichtig, dass auch alle Kirchen und alle Christen einfach die Bibel lesen und versuchen, ihre ganzen eigenen Brillen, die sie aufhaben, die Bibel zu verstehen. Und meistens lesen die Menschen die Bibel durch ihre Brille, ihre Konfession, einfach mal abzusetzen und die Bibel ganz neu zu lesen und fragen, lieber Gott, was willst du mir durch dein Wort jetzt sagen? Und dann werden wir erstaunliche Entdeckungen machen. Die Bibel ist die Grundlage, der Maßstab für unseren Charakter, das heißt unser persönliches Leben, die Verkündigung, das heißt, was wir, die Lehren, die wir haben, und der Prüfstand der Erfahrung, das heißt, das, was wir erleben. Nicht, was wir erleben, muss die Bibel interpretieren, sondern andersrum. Die Bibel muss interpretieren, was ich erlebe. Und das mir zeigen, was es damit auf sich hat. Das ist ganz wichtig, die Unterscheidung. Nämlich, wenn ich meine Erfahrung über die Bibel stelle, dann werde ich ganz schnell von irgendwelchen Eindrücken, Stimmungen, Gefühlen oder anderen Dingen auf den falschen Weg geführt werden. Und das wäre schlecht. Es heißt hier in 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17, alle Schrift von Gott eingegeben ist nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Das heißt, die ganze Bibel, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Nicht nur die Hälfte, nicht nur zwei Drittel, nicht nur 99%, alles. Die Bibel enthält nicht nur Gottes Wort, sie ist Gottes Wort. Ganz von vorne bis hinten. Und deswegen ist sie auch dazu da, dass sie uns die Lehre zeigt, was ist die richtige Lehre, dass sie uns zurechtweist in unserem Leben, wo haben wir noch Fehler, wo können wir noch wachsen, zur Besserung, auch unsere Wachstumsbereiche, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Erziehung ist in allen Bereichen wichtig, dass wir Jesus, Gottes Vollkommenheit immer näher werden, immer näher kommen und Jesus immer ähnlicher werden. Das ist, wozu die Bibel da ist. Gottes Wort ist der Maßstab, an dem jede Lehre und jede Erfahrung geprüft werden muss. Gott hat auch zu Propheten gesprochen, deren Bücher nicht zum biblischen Kanon gehören. Zum Beispiel haben wir in der Bibel die Propheten Elia und Elisa. Aber wir finden kein Buch Elia oder Elisa in der Bibel, die sie geschrieben hätten. Wir finden auch andere Bücher, die verschiedene Leute geschrieben haben. Zum Beispiel Paulus hat den Brief an die Gemeinde Laodicea geschrieben, den erwähnt er extra. Aber der Brief ist nicht im biblischen Kanon dabei. Das heißt, nicht alle prophetischen Schriften und alle Propheten, die gelebt haben, sind nicht automatisch ein Teil der Bibel. Aber die Bibel ist das Einzige, was wir haben als die Grundlage unserer Lehre. Und Gott hat, denke ich, ausgesucht, was dazugehört und was nicht dazugehört, was jetzt inspiriert ist und was nicht. Aber so gibt es auch nach der biblischen Zeit noch Propheten, die auftreten können, die eben auch Gottes Wort weitersagen. Auch ein Abschluss des biblischen Kanons hat Gott durch Propheten erleuchtet, gewarnt und getröstet. Das heißt, mit 100 nach Christus, als Johannes die Offenbarung geschrieben hat, hörte die Offenbarung Gottes durch Propheten nicht auf. Der Kanon war beendet, der Bibel, das ist richtig. Aber trotzdem kann Gott noch an verschiedenen Stellen der Menschheitsgeschichte Propheten haben und Menschen prophetische Träume und Visionen geben, dass sie das weitergeben sollen, um sein Volk zu erleuchten, warnen und trösten. Das ist dann kein Zusatz zur Bibel, sondern das ist etwas, was auch in der Bibel geprüft werden muss. Paulus sagt auch, alles, was durch den Heiligen Geist, durch geistliche Gaben dann gesagt wird, muss in der Bibel geprüft werden. Im letzten großen Kampf, Seite 15 steht es, wird Satan dasselbe Verfahren anwenden, denselben Geist offenbaren und nach demselben Ziel streben wie in allen vergangenen Zeitaltern. Was gewesen ist, wird wieder sein. Ausgenommen, dass der kommende Kampf alles bisher Geschehene an Heftigkeit übertreffen wird. Gott hat immer wieder versucht, den Menschen zur Wahrheit zu führen, durch sein Wort. Satan hat versucht, die Menschen vom Wort Gottes abzubringen, abzuhalten, fernzuhalten von der Bibel oder wenn sie sie lesen, falsch zu verstehen. Und dieser große Kampf, den es immer gegeben hat, wird es am Ende auch geben, mit dem Unterschied, dass am Ende in der Endzeit die Heftigkeit, die Stärke des Kampfes alles andere übertreffen wird. Satans Taktik ist, er versucht Hass gegen Christus, seine Nachfolger und gegen Gottes Gesetz zu schüren und zu verbreiten. Er versucht, Irrtum als Wahrheit darzustellen.
Das macht er meistens, indem er Wahrheit mit Irrtum vermischt. Dass er so viel Wahrheit bringt, dass die Menschen das gerade noch glauben und so viel Irrtum, dass sie trotzdem verführt werden. Er will Menschengesetze aufrichten anstelle von Gottes Gesetz. Das Geschöpf soll angebetet werden anstelle des Schöpfers. Das finden wir gerade in den heidnischen Religionen, im Schamanismus auch. Gottes Wesen versucht er falsch darzustellen, indem er auch selbst in christlichen Kirchen versucht, ein falsches Gottesbild aufzurichten, dass die Menschen entweder Gott als einen bösen Gott fürchten oder nur noch als einen liebenden Gott sehen und die Liebe Gottes falsch verstehen und nur noch als einen alten Opa, der alles nur so mal so durchgehen lässt. Dass er versucht, durch diese falschen Gottesbilder die Christen auch in ihrem Denken, in ihrem Verhalten zu prägen und in eine falsche Richtung zu führen. Und natürlich hat er auch und wird er auch immer wieder Gottes Kinder verfolgen. Die Menschen, die Gott treu sind, die mit ihm leben, Druck auszuüben und sie zu verfolgen. Es heißt auf Seite 15, als mir der Geist Gottes die großen Wahrheiten seines Wortes und die Ereignisse der Vergangenheit und der Zukunft zeigte, wurde ich gebeten, anderen weiterzugeben, was mir offenbart worden war. Die Geschichte des Kampfes in der Vergangenheit zu verfolgen und sie so nachzuzeichnen, dass dadurch Licht auf den rasch herannahenden Kampf in der Zukunft geworfen wird. Das heißt, was wir hier machen, ist nicht nur eine schöne Kirchengeschichtsstunde, dass sie dann klüger sind, was in der Vergangenheit passiert ist. Das ist natürlich auch gut. Sondern es geht darum, dass wir verstehen, was heute geschieht und was kommen wird. Das ist der Grund. Und von daher werde ich immer wieder an jedem Abend die Übertragung bringen von dem, was damals gewesen ist, was wir heute daraus lernen können und was das für uns heute zu bedeuten hat. Die Absicht des Buches, vom Schatten zum Licht, 9 Punkte. Erstens, den großen Kampf zwischen Wahrheit und Irrtum, zwischen Gut und Böse, zwischen Gott und Satan offen zu legen. Zweitens, die Tücken Satans anprangern. Drittens, zeigen, wie wir Satan widerstehen können. Viertens, Antwort auf das Problem der Sünde geben. Fünftens, die Entstehung und Vernichtung der Sünde aufdecken. Sechstens, Gerechtigkeit und Güte Gottes offenbaren. Siebtens, den heiligen und unwandelbaren Charakter des Gesetzes zeigen. Achtens, dass wir frei werden von der Macht der Finsternis. Und neuntens, dass wir Teilhaber am Erbteil der Heiligen werden. Das heißt, es geht nicht nur um theoretische Erkenntnisse, nicht nur um Hintergründe aufzuzeigen, sondern auch, die letzten beiden Punkte, geht es darum, dass wir davon beeinflusst werden, dass unser Leben sich verändert, dass wir freier leben können, dass wir enger mit Jesus leben, dass wir erweckt werden zu einer innigen Beziehung zu Gott und dass wir am Ende das Ziel erreichen, nämlich die neue Erde, das Paradies Gottes. Gut, aber jetzt starten wir mit dem ersten Kapitel. Thema Nummer 1, die Zerstörung Jerusalems. Ich glaube, die meisten von Ihnen werden davon wissen, dass Jerusalem im Jahre 70 nach Christus zerstört worden ist. Aber was da die Hintergründe waren, warum das so war, was dazu geführt hat, das ist sehr erstaunlich und ganz wichtig zu erkennen. Wir werden in diesem Kapitel 3 Punkte haben. Erstens die Voraussagen Jesu. Zweitens die Erfüllung. Wie ist Jerusalem zerstört worden? Wie war das damals? Und drittens die Übertragung in unsere heutige Zeit, in die Endzeit. Was können wir daraus lernen? Zum ersten Punkt. Die Voraussage Jesu. Als Jesus auf dieser Erde war, hat er viel gewirkt und viel gelehrt und Menschen geholfen und war für Menschen da. Und in den letzten Tagen seines Erdenlebens, kurz bevor er gestorben ist, ist er auf einem Esel in Jerusalem eingeritten. Und da gab es ein großes Hosianna-Rufen und das Volk war begeistert, weil sie erkannten, dass die Voraussage, dass der Erlöser auf einem Esel nach Jerusalem einreiten würde, sich als erfüllte. Und mitten in diesem Einzug, als er nach Jerusalem einzog, ist er vor der Stadt, als sie auf dem Ölberg waren, stehen geblieben. Und dort hat er dann auf Jerusalem herabgeschaut, auf die Stadt, auf den Tempel. Nun, da wo jetzt heute der Felsendom steht, dort in der Nähe stand der Tempel, auf den Jesus herabblickte. Und als er dort ankam, steht in Lukas 19, Vers 41, als er nahe herzukam, sah er die Stadt und weinte über sie. Ein Jubel war ringsherum.
dass sie glaubten, jetzt Hosianna, dem Sohne Davids, haben sie gerufen, der Messias kommt. Und sie glaubten, ja, der Messias würde damals König werden in Jerusalem. Warum hat Jesus geweint? Das Weinen Jesu war ein Schmerz über eine Stadt, über ein Volk, das ihn nicht wollte. Auch wenn sie jetzt jubelten, aber die Mehrheit, die große Mehrheit und die Führer dieses Volkes haben ihn abgelehnt. Und er weinte über das, was er in dem Moment sah, was kommen würde über diese Stadt, über die Vernichtung, über das, was ja, das Gericht Gottes über diese Stadt. Und diese Stadt, Jerusalem, das war eine fantastische, schöne Stadt gewesen. Diese Stadt hatte Gott selbst gegründet, ausgesucht als Grundlage, als Hauptstadt seines Volkes, des Reiches. Er hat in dieser Stadt sehr viel getan. Es war damals, dort wo der Tempel stand, war der Punkt, wo Abraham seinen Sohn Isaak auf dem Berg Moria geopfert hat. Und das war ja ein Hinweis auf den kommenden Messias, auf Christus, der sterben sollte für die Sünden der Menschen. Und über 1000 Jahre lang hat Gott sein Volk geführt und diese Stadt als Mittelpunkt des Zentrums, seines Heilsplanes gehabt. Hier hat er durch Opfer, durch Offenbarungen immer wieder und durch den Priesterdienst immer wieder seinen Plan der Erlösung der Menschen offenbart. Der Tempel, die Opfer, der Heiligtumsdienst waren eine Offenbarung des Wesens Gottes und der Größe Gottes. Und er hat auch, als das Volk immer wieder abfiel von Gott, versucht, auch gerade in Jerusalem, immer wieder Propheten zu schicken, sein Volk aufzurütteln, auf den richtigen Weg zu führen. Und es war ein ständiges Hin und Her zwischen Abfall und Rückkehr zu Gott. Aber leider ist der Abfall meistens mehr gewesen, stärker gewesen. Und es heißt denn, Lukas 19, Vers 42 bis 44, dass Jesus in diesem Moment, wo er dort anhielt und weinte, dass er Folgendes sagte: Wenn doch auch du erkenntest zu dieser Zeit, was zum Frieden dient, aber nun ist es vor deinen Augen verborgen. Denn es wird eine Zeit über dich kommen, da werden deine Feinde um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und von allen Seiten bedrängen und werden dich dem Erdboden gleichmachen, samt deinen Kindern in dir und keinen Stein auf dem anderen lassen in dir, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du heimgesucht worden bist. Hier hat Jesus das Gericht über Jerusalem, die Zerstörung Jerusalems vorausgesagt. Und zwar, er sagt auch gleich, warum diese Zerstörung kommen sollte. Was war der Grund? Er sagt, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du heimgesucht worden bist. Und zwar heimgesucht worden bist, das ist ein bisschen, das klingt im Deutschen ein bisschen eigenartig. Jesus meint damit, Gott hat dir eine Gnadenzeit gegeben. Eine Zeit, wo er besonders dir gewisse Dinge offenbart hat. Und zwar, Gott wollte Jerusalem retten. Gott wollte immer sein Volk führen, sein Volk zum Besten, das Beste geben und sein Volk die wahre Erkenntnis geben. Und als sie abgefallen waren, schickte er Propheten, immer wieder Propheten, die das Volk aufgerüttelt haben, kommt zurück zu mir. Er hat sogar zwischendurch sein Volk mal nach Babylon führen lassen, und damit sie wieder zurück zu ihm finden. Hat auch teilweise funktioniert, aber auf Dauer war es doch nicht so. Und am Ende hat er selbst seinen Sohn geschickt. Gott selbst kam auf die Welt. Und als Jesus auf die Welt kam, hat er Gottes Wesen so stark offenbart wie kein Mensch vor ihm. Seine Handlungen, dass er die Kranken geheilt hat, dass er die Besessenen, die Geister ausgetrieben hat, Tote auferweckt hat, die Menschen getröstet hat, ihnen die Wahrheit verkündigt hat. Er hat ihnen eine große Chance gegeben, die Wahrheit, das Licht zu erkennen, ihn als Erlöser anzunehmen und damit zum Licht für die Menschheit zu werden. Aber sie haben es nicht gewollt. Sie haben ihn abgelehnt. Sie haben die Propheten gesteinigt, sie haben Johannes den Täufer getötet und sie haben Jesus getötet. Sie wollten ihn nicht und sie wollten Gottes Wahrheit, Gottes Gnade, Gottes Angebot nicht. Und irgendwann ging damit die Gnadenzeit für Jerusalem zu Ende. In Johannes 1, Vers 11 heißt es, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das war tragisch. Was hat Gott für sein Volk nicht alles gemacht? Was hätte er noch mehr tun können für sein Volk? Alles, was möglich war. Aber sie lehnten ihn ab. Und so hat Jesus ihre Zerstörung vorausgesehen, die kommen würde. Als eine Folge dessen, was sie selbst getan haben.
In Matthäus 23, Vers 37 heißt es, dass Jesus sagte: Jerusalem, Jerusalem, die du tötest, die Propheten, und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihren Flügeln, und ihr habt nicht gewollt. Hier drückt Jesus die Sehnsucht Gottes aus. Die Sehnsucht Gottes, sein Volk zu führen, dass sein Volk zu ihm gehört, dass sein Volk sich zu ihm bekehrt. Und er sagt, ich habe alles versucht, Propheten geschickt, und du hast sie getötet. Und ich habe versucht, dich zu versammeln wie eine hängende ihre Küken unter meinen Flügeln. Das ist ein schönes Bild des Schutzes, der Zugehörigkeit. Und er sagt, ihr wolltet nicht. Ihr habt immer Nein gesagt. Ihr habt einen falschen Weg eingeschlagen. Und das ist die Tragik, die dahinter steckt. Sie haben Gottes Propheten verfolgt. Sie haben ihren Erlöser verworfen. Jerusalem war durch Unglaube und Aufruhr verstockt. Und das wurde in ihrem Leben auch sichtbar. Sie sind den falschen Messiasen gefolgt, die gesagt haben, wir führen jetzt euch zum irdischen Königreich. Aber es hat alles nicht geklappt. Und Jesus weint. Er ist erschüttert darüber, als er dort Jerusalem vor sich liegen sieht. Und er weint nicht darüber, dass er dorthin gehen wird und dass sie ihn dort foltern und ans Kreuz schlagen werden. Darüber hat er nicht geweint. Er hat über sie geweint. Dass sie so hartherzig waren, dass sie den falschen Weg eingeschlagen sind, dass sie verloren gehen würden. Und dass sie dieses Schicksal, die Zerstörung Jerusalems erleben werden. Als Jesus in die Zukunft und auf die Menschen der letzten Tage blickte, sah er, dass die Welt einer ähnlichen Täuschung verfallen würde, wie jene, die den Fall Jerusalems bewirkte. Die große Sünde der Juden war, dass sie Christus verwarfen. Das große Vergehen der christlichen Welt wird die Ablehnung des Gesetzes Gottes sein, der Grundlage seiner Regierung im Himmel und auf Erden. Das heißt, was damals geschehen ist, wird sich am Ende wiederholen. Damals haben sie Christus als, ihn als Person verworfen, und am Ende werden sie Jesus auch verwerfen, aber indem sie Gottes Gesetz verwerfen, sich dagegen stellen werden und menschliche Gesetze dagegen aufstellen. Und da wird es einen Kampf geben zwischen Gut und Böse. Genauso wie es damals war zu Jesu Zeit, wird es am Ende wieder sein. Und es wird genauso auch wieder sein, nicht der Staat, die Atheisten, wollten Jesus vernichten. Als die hohen Priester Jesus vor Pilatus brachten, wollte Pilatus Jesus freigeben. Er wusste genau, der ist unschuldig. Sondern es waren die religiösen Führer, die verführt waren, die den falschen Weg eingeschlagen hatten. Und sie wollten Jesus ans Kreuz bringen. Und so wird es am Ende auch wieder sein, dass nicht die politischen Mächte oder die Atheisten, die Gläubigen Gottes Gesetz ablehnen und verfolgen werden, sondern es werden religiöse Eiferer sein, die glauben, in Gottes Vollmacht zu handeln und dann diese Dinge tun werden. In Micha 3, Vers 9 bis 11 heißt es: So hört doch dies, ihr Häupter im Hause Jakob und ihr Herren im Hause Israel, die ihr das Recht verabscheut und alles, was gerade ist, krumm macht, die ihr Zion mit Blut baut und Jerusalem mit Unrecht. Seine Häupter richten für Geschenke, seine Priester lehren für Lohn und seine Propheten wahrsagen für Geld. Und euch dennoch auf den Herrn verlasst und sprecht, ist nicht der Herr unter uns? Es kann kein Unglück über uns kommen. Das war damals die Einstellung der Juden, auch zur Zeit Jesu. Sie haben Korruption gelebt. Sie haben Unrecht gehabt. Sie waren nur für Geld und auf Ehre und Ansehen aus. Und sie haben noch falsche Propheten angestellt, denen sie Geld gegeben haben, um falsche Dinge zu wahrsagen. Und dann haben sie gesagt, und Gott ist doch unter uns, oder? Wir sind doch Gottes Volk, uns kann nichts passieren. Aber sie haben nicht erkannt, dass genau das, dass ihr Unrecht, dass ihr Ablehnen der Wahrheit Gottes dazu führte, dass sie auf diese schiefe, falsche Bahn gekommen sind. Und das war dann die Folge, dass sie dann am Ende das Unglück, was sie glaubten, nicht kommen könnte, doch über sie gekommen ist. Diese Worte zeigen deutlich,
wie verdorben und selbstgerecht die Einwohner Jerusalems waren. Während sie behaupteten, die Vorschriften des Gesetzes Gottes streng zu beachten, übertraten sie alle seine Grundsätze. Sie hassten Christus, weil seine Reinheit und Heiligkeit ihre Boshaft offenbarte. Und sie klagten ihn an, die Ursache all des Unglücks zu sein, das infolge ihrer Sünde über sie kam. Das ist typisch, was immer wieder in der Menschheitsgeschichte passiert. Da ist jemand, der treu ist, Gott treu ist, der rein und heilig ist, und die, die nicht diesen Weg gehen, die die falschen Wege gehen, die hassen diese Menschen. Warum? Weil das Leben dieser Menschen, auch Jesu Leben, ihnen ein Vorwurf war. Und dann sagen sie, ihr seid schuld daran, an dem Unglück, was über uns kommt, und dabei waren sie eigentlich selbst die Schuldigen aufgrund ihres Abfalls. Das war auch beim Ahab so gewesen. Ahab, als er Elia gesehen hat, hat er gesagt, da bist du ja, der Israels Unglück stürzt. Und Ahab sagt, nein, nicht ich bin es, sondern du und deines Vaters Haus, weil ihr die Gebote der Gottes verlassen habt. Deshalb kommt das Unglück. Und von daher war es damals bei Jesus auch so. Die Menschen waren Eiferer für Gott, aber für ihr eigenes Gottesbild, für ihr falsches Gottesbild. Und sie folgten ihrem vorgestellten Gott nach und nicht dem wahren Gott. Der Zustand Jerusalems. Gott entzog ihnen seinen Schutz. Und damit herrschte Satan mehr und mehr über sie. Warum hat Gott seinen Schutz ihnen entzogen? Er konnte nicht anders. Weil die Menschen sich immer mehr von Gott abgewandt haben und weil sie Satan und den falschen Erlöser gewählt haben. Auch damals war es schon so, als Pilatus ihnen Barabbas und Jesus vor Augen stellte, hat er gesagt, wählt, wen ihr haben wollt. Jesus? Und Jesus war der wahre Messias? Oder Barabbas? Und Barabbas hat sich als ein politischer Kämpfer, als einer, der sich gegen die Römer erhoben hat, hier offenbart und hat hier das Volk politisch an die Spitze führen wollen. Und sie haben sich für den politischen Messias entschieden und nicht für den wahren Messias. Und damit haben sie Satan gewählt und nicht Gott. Und damit haben sie selbst in ihrem eigenen Leben die satanische Grausamkeit immer mehr offenbart. Ihr Leben wurde immer verdorbener. Argwohn, Hass, Streit, Empörung, Mord herrschten in Jerusalem. Gerade in den Jahren zwischen Jesu Tod und 17 nach Christus Zerstörung Jerusalems. Diese 39 Jahre waren eine schlimme Periode. Und je näher man kam dieser Zerstörung, desto schlimmer wurden die Zustände in Jerusalem. Die Führer wurden zu Tyrannen. Es gab Bürgerkrieg, Folter, Vergewaltigungen. Falsche Propheten wurden bezahlt, dass sie Gutes sagen sollten, je nachdem, auf welcher Seite man war. Und es war so schlimm, dass man auf der Straße nicht mehr sicher war. Die Reichen haben immer mehr die Armen unterdrückt, man hat die Richter bestochen, die Armen wurden immer ärmer, die Reichen haben sie immer mehr angeeignet und Mord und Totschlag waren an der Tagesordnung. Und dann erschienen kurz vor der Zerstörung Jerusalems sogar auch Zeichen und Wunder. Jesus hat ja in Matthäus 24 Zeichen und Wunder vorausgesagt. Er hat vorausgesagt, welche Zeichen geschehen sollten, bevor Jerusalem zerstört wird und auch was vor der Wiederkunft geschehen würde. Und Zeichen und Wunder erschienen auch am Himmel. Mitten in der Nacht wurde auf einmal über dem Tempel, über dem Altar ein Licht sichtbar. Stimmen und Töne wurden gehört. Das Osttor ging um Mitternacht von selber auf. Und 7 Jahre lang verkündigte ein Mann den Untergang Babylons, nicht Untergang Babylons, Untergang Jerusalems. Er ging durch die Straßen der Stadt und rief immer wieder, weh, weh der Stadt. Und verkündigte das Gericht über Jerusalem. Und man hat diesen Mann dann schließlich ins Gefängnis geworfen und er kam dann um, als Jerusalem von den Römern dann erobert und zerstört wurde. Ja, und jetzt kam die Zerstörung selbst. Kein Christ kam bei der Zerstörung Jerusalems ums Leben. Warum nicht? Weil Gott vorgesorgt hat. Gott möchte sein Volk, seine Kinder gern beschützen. Und deswegen macht er alles, damit sein Volk den guten Weg gehen kann, den sicheren Weg gehen kann. Jesus hatte vorausgesagt, und hier lesen wir den Text aus Lukas 21, Vers 20 und 21. Wenn ihr aber sehen werdet, dass Jerusalem von einem Heer belagert ist, sagt Jesus, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe herbeigekommen ist. Alsdann, wer in Judäa ist, der fliehe ins Gebirge, und wer in der Stadt ist, gehe hinaus, und wer auf dem Land ist, komme nicht herein.
Also Jesus sagte, wenn ihr seht, dass Jerusalem von einem Heer belagert wird, dann wisst ihr, dass eine Verwüstung nahe herbeigekommen ist und dann flieht. Normalerweise ist es dann schon zu spät. Wenn eine Stadt belagert ist und die Feinde rundherum sind und die Einwohner versuchen zu fliehen, dann werden sie gefangen, weil der Belagerungsring ja dicht ist, und umgebracht. Aber Jesus sagt, nein, hier wird es anders sein. Wenn ihr das seht, die Belagerung, dann flieht. Und diese Voraussage Jesu hat sich ganz genau erfüllt. Nämlich, Cestus Gallus belagerte Jerusalem und hob diese Belagerung unerwartet wieder auf. Und die Juden haben jetzt gesagt, ja, seht ihr, und zwar, es sah schon so aus, dass das alles zu Ende wäre und die Juden wollten sich schon fast ergeben, aber jetzt, dann ist er wieder abgezogen und die Juden haben gesagt, seht ihr, es ist ein Zeichen Gottes, die falschen Propheten sagten, seht ihr, Gott ist auf unserer Seite und sie werden uns niemals erobern und dann sind sie sogar, haben sie ihr Heer zusammengerüstet und es haben die Römer verfolgt und haben die Nachhut der Römer noch überfallen und haben dort noch einen Krieg angezettelt. Und in dem Moment, wo die Juden jetzt die Römer verfolgten, die abziehenden Römer verfolgten, hatten die Christen die Gelegenheit zu fliehen. Und sie haben die Gelegenheit genutzt, sie sind aus der Stadt heraus, sie sind über den Jordan gegangen, auf die Ostjordanseite und waren dort in Sicherheit. Und Titus, ein anderer römischer Feldherr, kam wieder zurück, nahm die Belagerung Jerusalems wieder auf und hat dann die Stadt tatsächlich eingenommen. Und diese Zerstörung Jerusalems ist mit das schlimmste, schrecklichste, was je in der Kirchengeschichte, in der Weltgeschichte passiert ist. Und zwar in der Zeit der Belagerung, das war in der Zeit des Passas. Das heißt, da waren sehr viele Juden von ganz Israel in Jerusalem und auch teilweise von außerhalb, von anderen Ländern. Und dann war die Stadt voll. Und die Lebensmittelvorräte wurden immer knapper. Und außerdem, weil es verschiedene Parteien gab, weil es Bürgerkrieg gab, haben sich die verschiedenen Parteien gegenseitig die Lebensmittel zerstört und weggenommen. Es war ein Mord und Totschlag in dieser Stadt. Es gab eine Hungersnot daraufhin. Und die Hungersnot war so schlimm, dass die Menschen teilweise aus der Stadt herausgegangen sind, um draußen vor den Toren irgendwas, ein paar Kräuter zu finden. Aber wenn die Römer sie erwischt haben, wurden sie alle umgebracht und an Kreuze geheftet. Und wenn sie reinkamen mit ihren erbeuteten Kräutern, dann wurden sie drinnen überfallen und dann haben andere ihnen das weggenommen. Und Tausende starben durch Hunger und durch Seuchen in dieser Stadt. Und täglich wurden Hunderte von den Römern gefoltert und gekreuzigt. Und es hieß dann, dass außerhalb dieser Stadt teilweise die Kreuze so dicht standen, dass man zwischen den Kreuzen gar nicht mehr hindurchgehen konnte. Und dass da zigtausende von Juden an die Kreuze geschlagen wurden. Ich denke, das alles war auch eine Folge des Ausspruchs, den die Juden, das Volk, die Pharisäer, damals geschrien haben, als sie Jesus verurteilten, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Und das waren genau sie und ihre Kinder, die das erlebten, in der gleichen Stadt, am gleichen Ort, wo sie 39 Jahre vorher Jesus Christus ans Kreuz gebracht haben und gerufen haben, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Es heißt auf Seite 33 und 34 in diesem Buch, Titus hätte der Schreckensszene gerne ein Ende gemacht und damit der Stadt Jerusalem das volle Maß ihres Gerichtes erspart. Entsetzen packte ihn, als er die Leichname der Erschlagenen haufenweise in den Tälern liegen sah. Überwältigt schaute er vom Gipfel des Ölbergs auf den herrlichen Tempel und gab Befehl, nicht einen Stein davon zu berühren. Bevor er versuchte, diese Festung einzunehmen, beschwor er die jüdischen Führer in einem ernsten Aufruf, ihn nicht zu zwingen, die heilige Stätte mit Blut zu entweihen. Sollten sie einwilligen, an einem anderen Ort zu kämpfen, würde kein Römer die Heiligkeit des Tempels verletzen. Das heißt, Titus wollte die Stadt und den Tempel verschonen. Er hat ihnen sogar vorgeschlagen, woanders zu kämpfen, an einem anderen Ort, um nicht die Heiligkeit dieses Ortes zu entweihen. Und er wollte auch den Tempel verschonen. Er wollte nicht, dass dieser wunderbare Bau, dass dieser Tempel zerstört würde. Aber es hat alles nichts genützt. Die Obersten der jüdischen Führer haben nicht eingewilligt. Sie haben gedacht, nein, wir wollen nicht. Und als sie dann die Stadt erobert haben, als sie dann in die Stadt hineingekommen sind, gab es ein Gemetzel und da gab es ein furchtbare Kampfszenen, dass die eigenen Soldaten dem Titus nicht mehr gehorchten. Seine Bemühungen, den Tempel zu retten, waren vergeblich. Es war von Jesus vorausgesagt worden, dass kein Stein auf dem anderen bleiben würde.
und Gottes Voraussagen gehen in Erfüllung. Und hier ist auch passiert, obwohl der heidnische Feldherr alles versuchte, dass das nicht geschah, ist es doch geschehen. Die Soldaten von ihm hörten nicht mehr auf ihn. Die waren durch die Grausamkeit der Juden und durch diesen Hass auf die Juden waren sie so angestachelt, dass ihre Gefühle und ihre eigene Roheit und Grausamkeit, dass sie nur noch mordeten und durch Straßen gingen und alles töteten, was ihnen über den Weg lief. Und irgendjemand warf eine Fackel in den Tempel hinein und sofort stand der ganze Tempel in Flammen. Und man versuchte noch Geräte herauszuschaffen aus dem Tempel und die goldenen Geräte und andere Geräte, die noch drin waren. Aber der Tempel selbst ging in Flammen auf. Er wurde in Brand gesteckt und das Blut, heißt es, floss wie Wasser die Tempelstufen hinunter. Viele Juden versuchten im Tempel Zuflucht zu finden. Sie alle wurden umgebracht. Ja. Und das Blut floss die Tempelstufen hinunter. Es muss ein schreckliches Schauspiel gewesen sein. Die Obersten der Juden verließen die Türme. Es gab Wachtürme. Und Titus sagte, dass er diese Türme hätte niemals erobern können. Die waren zur damaligen Zeit, galten sie als uneinnehmbar. Aber die Juden haben die Türme einfach verlassen. Und so hat Titus eigentlich ohne Kampf, ohne einen Schwertstreich, diese Türme und die ganze Stadt erobert. Und dann auch alles dem Erdboden gleichgemacht. Die Stadt und der Tempel wurde bis auf die Grundmauern geschleift. Das heißt, jeder Stein wurde vom anderen weggeschoben. Wie Jesus es gesagt hatte, dass kein Stein auf dem anderen bleiben sollte. Es heißt hier in dem Buch, vom Schatten zum Licht, die Juden hatten sich ihre Fesseln selbst geschmiedet und den Becher der Rache gefüllt. Die vollständige Vernichtung ihrer Nation und all die Leiden, die ihnen in die Zerstreuung in alle Länder folgten, waren die Ernte einer Saat, die sie selbst gesät hatten. So sagt der Prophet, Israel, du bringst dich ins Unglück, denn du bist gefallen um deine Schuld willen. Viele sagen und behaupten, Gott hätte hier eingegriffen, um das Volk zu bestrafen, aber nein. Diese Behauptung versucht wieder nur Gott als einen Strafenden, als Bösen hinzustellen, der gegen sein Volk vorgeht, sondern Gott hat einfach sein Volk sich selbst überlassen, ihre eigenen Bosheit, ihre eigenen Sündhaftigkeit überlassen. Er hat sich von seinem Volk zurückziehen müssen, weil sie sich so entschieden hatten und immer böser geworden waren. Und die Folge war, dass genau das passierte, was hier geschah in der Zerstörung Jerusalems und in der Zerstreuung der Juden unter alle Völker. Wir können kaum ermessen, heißt es weiter, wie sehr wir Christus unseren Frieden und Schutz verdanken. Nur die Macht Gottes hält Satan davon ab, die Menschheit ganz unter seine Herrschaft zu bringen. Wenn jemand jedoch die Grenzen der göttlichen Geduld überschreitet, werden diese Beschränkungen aufgehoben. Für den Sünder ist Gott in diesem Moment aber nicht der Gerichtsvollzieher, der den Richterspruch umsetzt. Wer die göttliche Gnade verwirft, wird sich selbst überlassen und wird ernten, was er gesät hat. Das heißt, wenn wir jetzt in Frieden leben, ist das nur der Gnade Gottes zu verdanken. Dass Gott bei uns ist, dass Gott uns nahe ist, dass wir unter Gottes Schutz leben. Aber wenn Gott sich zurückzieht, wenn Menschen sich immer mehr von Gott abwenden und immer böser werden in ihrem Verhalten, dann werden sie am Ende das ernten, was sie selber sehen. Und das wird auch genauso über diese Welt hineinkommen. Momentan haben wir die gleichen Zustände in unserer heutigen Welt, dass die Welt immer mehr sich von Gott abwendet und auch irgendwann dieses Gericht erleben wird. Die Zerstörung Jerusalems ist ein Typus für das Ende der Welt, in dem wir heute leben. In Matthäus 24 nennt Jesus Christus Zeichen für die vorstehende Zerstörung Jerusalems und die gleichen Zeichen gelten auch für uns heute in der heutigen Zeit, für in die Endzeit vor Jesu Wiederkunft. Matthäus 24 heißt es in Vers 29, Jesus sagt, es werden Zeichen geschehen an der Sonne und Mond und Sternen und auf Erden wird den Völkern bange sein. Wer diese Vorboten seines Kommens sieht, soll wissen, dass er, Jesus, nahe vor der Tür steht. Und so sagt Jesus, so wacht nun, lauten seine mahnenden Worte. Das heißt, weil wir, wenn wir diese Zeichen sehen, dann sollen wir wachsam sein, Jesu Wiederkunft entgegengehen und uns freuen, dass er kommt und mit ihm leben. Wenn wir wachen, werden wir bereit sein, Jesus zu begegnen und ihm in Freude zu begegnen, um mit ihm zu gehen in sein ewiges göttliches Reich. Aber über alle, die nicht wachen wollen, wird der Tag, heißt es in Thessalonicher 5, 2 bis 5, wird der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Und ein Dieb in der Nacht kommt ja zum Schaden für den, wo er kommt. Und unerwartet.
Und so wird auch Jesus für die Menschen, die nicht bereit sind, die nicht wachsam sind, plötzlich, unerwartet kommen. Die Menschen sind heute nicht aufgeschlossener als die Juden damals. Und deshalb wird auch das Gleiche über die Menschheit heute kommen. Mag er kommen, wann er will, der Tag des Herrn wird die Gottlosen unvorbereitet finden. Und deswegen ruft Gott uns auf, dass wir alles tun, auf Jesu Worte zu hören, dass wir Gottes Wort ernst nehmen, dass wir Gottes Wort lesen, dass wir bereit sind, dass wir wach sind, dass wir auf die Zeichen der Zeit achten und dass wir nicht zu denen gehören, die wie die Juden damals und wie die Ungläubigen, wenn Jesus kommt, unvorbereitet sind.